Hi, ich bin Kevin Kurani, Ex-Bundesligaspieler und Ex-Nationalspieler. Ja, es war so, dass ich die letzten Jahre natürlich sehr viele Haarausfall hatte. Nach der Dusche ich immer wieder, als ich meine Haare gekämmt habe, immer mehr Haare und Haare auf dem Kamm war. Und ich gemerkt habe, dass es wirklich immer weniger Haare auf dem Kopf habe. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht. Ja, so vor 6 Jahren, so Ende meiner Karriere, habe ich schon gemerkt, dass sehr viele Haare von mir gefehlt haben. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ein Haartransplantation zu machen. Ja, ich habe sehr viel im Internet recherchiert. Ich habe immer geguckt, was für Produkte ich benutzen kann, was ich machen kann, dass meine Haare nicht mehr fallen. Und dann bin ich irgendwann mal auf Haartransplantation gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich würde es immer wieder machen. Die Haartransplantation hat sehr gut geklappt. Ich habe sehr viele Haare und man hat ein ganz anderes Gefühl wie früher. Und das Selbstbewusstsein von einer ist besser. Man fühlt sich einfach wohl, wenn man in den Spiegel anschaut und man sehr viele Haare hat wie früher, wo ich noch jung war. Und das hat echt gut getan. Es hat einen großen Einfluss für meine Arbeit und auch für mich persönlich. Vorher habe ich mir immer Gedanken gemacht, wie meine Haare stehen, was ich drauf machen kann, dass es nicht so nach wenig Haare aussieht. Heute muss ich nur meine Haare kämmen und es sieht schon besser aus als früher. Man hat bei Interviews oder beim Fotografieren oder einfach beim Dastehen schon ein ganz anderes Gefühl. Und ich denke, dass ich damit sehr zufrieden bin und freue mich, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich muss ehrlich sagen, bei meinem ersten Gespräch bei Dr. Altscher habe ich mich gleich wohlgefühlt. Er hat sehr gut Deutsch gesprochen. Er hat mir alles gezeigt. Der hat mir alles erklärt. Und ich hatte direkt ein sehr gutes Gefühl. Und deswegen habe ich mich auch dann vor ihm entschieden. Ja, ich war schon in der Stadt und ich habe auch Istanbul schon gekannt. Aber die ganze Klinik und das ganze Service und auch die ganze Vorbereitung für die Haartransplantation war sehr, sehr professionell und es hat auch sehr, sehr gut geklappt. Dr. Archer und Kosmetika Klinik ist die Nummer 1 auf der Welt. Ich muss ehrlich sagen, dass man sich da von Anfang an wohlfühlt, dass man ein gutes Service bekommt. Die Technik, was der nutzt, sehr, sehr speziell ist. Und ich würde immer wieder jedem empfehlen, dahin zu gehen und Haartransplantation zu machen. Man ist danach sehr zufrieden, man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das tut einem gut.